erinnerst du dich? Hab dir gezeigt, wer du bist. Doch jetzt bist du wer anders. Jetzt bist du woanders. Erinnerst du dich? Wir haben uns mal vermisst. Jetzt vermiss ich nur noch dich. Bitte sag mir, wo du bist. Ich suche dich mit deinem Messer in der Brust. Zeig mir dein wahres Ich, dass ich nicht um dich weinen muss. Bitte komm zurück, nur ein kleines Stück. Komm zurück zu dir, tu es für uns. Erinnerst du dich an die Tage am Strand? Wir liefen Hand in Hand Richtung Sonnenuntergang. Erinnerst du dich, wir wollten uns nie verlieren. Keine Distanz war zu groß und jetzt willst du plötzlich los. Ich suche dich mit deinem Messer in der Brust. Zeig mir dein wahres Ich, dass ich nicht um dich weinen muss. Bitte komm zurück, nur ein kleines Stück. Komm zurück zu dir, tu es für uns. Erst waren wir nichts, dann waren wir viel, dann waren wir alles und zu viel allein. Doch Liebe sucht dich ständig heim, die Hoffnung stirbt zuletzt. Zieh das Messer aus meinem Herz, fühl dich wieder zu Hause. In meinem Arm, ich tröste dich doch so gerne und halt dich warm. Vergiss nicht das, was war, vergiss nicht, wie es war. Komm zurück zu dir, du und ich sind viel zu kostbar, um uns zu verlieren. Deinem Messer in der Brust. Zeig mir dein wahres Ich, dass ich nicht um dich weinen muss. Bitte komm zurück, nur ein kleines Stück. Komm zurück zu dir, tu es für uns. Ich weiß, du Jo, hey Leute, das war mein neuer Song, Ich suche dich, und ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben oder mich abonnieren natürlich oder die Glocke aktivieren, ich glaube auf der Seite dann. Ja, da würde ich mich sehr freuen und ganz lieben Dank nochmal an Rocorado Music, der da wieder seine Hand beim Mischen im Spiel hatte. Jo, machst das immer wieder sehr gut. Jo, und was ich unbedingt noch loswerden wollte, großes Shoutout an Rezo. Der hat nämlich ein Video über Politik gemacht. Der ist ja sonst eher so für Musik bekannt. Und das Video ist aber sehr informativ und es geht eben um die Zerstörung der CDU. Letztes Wochenende waren ja Wahlen. Ich hoffe, ihr wart auch alle da. Und gerade wenn ihr nicht da wart, wenn ihr nicht gewählt habt oder wenn ihr euch nicht für Politik interessiert, solltet ihr definitiv mal dieses Video anschauen. Denn es ist sehr gut recherchiert und sehr informativ. Und ja, schließlich entscheidet auch ihr über eure Zukunft, wenn ihr wählen geht oder auch wenn ihr nicht wählen geht, weil dann überlasst ihr ja quasi die Wahl den anderen und das kann eben gerade nicht eurer Meinung entsprechen. Ja, also in dem Video wird auf jeden Fall deutlich, dass die CDU und auch andere große Parteien ziemlich viel Dreck am Stecken haben. Und eigentlich nicht so richtig wissen, was sie da tun auf ihren Posten teilweise. Also wenn man Verteidigungsminister ist und nicht weiß, dass
aus Deutschland Drohnen abgeschossen werden, also aus einer amerikanischen Basis in Deutschland Drohnen abgeschossen werden, auf Zivilbevölkerung, ja, dann ist man fehl am Platz. Wenn man nicht weiß, was in anderen Ländern für Drogenpolitik gemacht wird, also sprich Legalisierung von Cannabis als Drogenbeauftragter, dann ist man da falsch am Platz. Was natürlich auch ganz schöner Mist ist, ist Artikel 13 bzw. Artikel 17 wurde ja umbenannt. Ja, also wer das nicht weiß, das ist so ein Upload-Filter, der eben quasi die Urheberrechte schützen soll. Aber dadurch, dass man nicht weiß, wie das technisch richtig umsetzbar ist bis jetzt, wird dieser Upload-Filter wahrscheinlich ziemlich allgemein sein. Das heißt also, ja, wenn ich jetzt irgendwo einen Song covern will, dann könnte es sein, dass der in Zukunft halt gar nicht mehr auf YouTube landet, weil er eben vorher vom Upload-Filter rausgefiltert wird, weil eben erkannt wird, dass es ein anderer Song ist. Im Moment ist es noch möglich, die hochzuladen. Ja, also das ist halt ein ziemlicher Nachteil. Und YouTube muss aber dafür sorgen, dass keine Urheberrechte verletzt werden durch diesen Artikel, weil die sonst eben hohe Strafen zahlen müssen. Und deshalb müssen die eben vorm Upload solcher Videos prüfen, ob da jetzt Content von anderen Menschen oder Firmen vorkommt und das dann eben vorher rausfiltern, was halt eben ziemlich kompliziert ist und deswegen muss der Filter sehr allgemein sein, um eben im Vorhinein quasi zu vermeiden, dass YouTube eine Strafe zahlen muss an die Leute, die eben das Urheberrecht eigentlich haben. Ja, so, also jetzt mal, das war ein bisschen Politik von mir, das kommt ja auch eher selten vor. Aber wenn ihr das Video von Rezo noch nicht gesehen habt, schaut es euch definitiv an. Ich werde es unten verlinken. Und ja, das war's erstmal. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ihr im September auch wieder wählen geht. Oder eben wählen geht, wenn ihr es diesmal nicht getan habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.